Liebe Gebetsfamilie von Österreich betet, am heutigen Mittwoch treffen wir uns wieder gemeinsam, das ist der 29. November, zum Gebet Österreich betet an vielen verschiedenen Orten unseres schönen Landes. Und heute ist es das letzte Mal in diesem Kirchenjahr, das jetzt ja zu Ende geht. Nächste Woche werden wir sozusagen schon wieder im Advent, im neuen Kirchenjahr, dieses Gebet fortsetzen. Der Advent erfordert auch unsere besondere Aufmerksamkeit. Es sind die üblichen Mittel, die sozusagen da im Vordergrund stehen, die wir besonders pflegen sollen, was wir ohnehin zum Großteil tun. Eben in erster Linie das Gebet, aber auch das Fasten oder gute Werke und eben manche Unliebsamkeiten auch im Geiste der Sühne ertragen. Im Advent geht es doch darum, unsere Aufmerksamkeit wieder mehr und besonders auf die Gegenwart Gottes, den wir erwarten, zu richten. Das heißt auch, eine richtig verstandene Öffnung für Gott immer wieder neu zu pflegen, für seine Gegenwart in uns, in den Familien. Und als Österreich betet, beten wir besonders um die Gegenwart Gottes, um das Hereintreten auch in die Gesellschaft, in das Land, in die Welt. Und wir wollen Gott eben erwarten, damit er uns stärkt und erfüllt für unser Christsein. Und da gibt es auch verschiedene Gestalten, die uns besonders hilfreich sind auf diesem Weg. Denken wir an den heiligen Josef, dieser stille, große Beter, Verwalter von Geheimnissen irgendwie, eine große eigentliche männliche Gestalt. Denken wir an Johannes den Täufer, den Vorläufer. Und wir denken natürlich auch an Maria, die Mutter Gottes, die uns eben gerade auf diesem Weg, einerseits führt sie uns Christus entgegen, sie bringt uns ihn auch irgendwie immer wieder neu. Im kommenden Jahr wird es wieder die Möglichkeit geben, eine Maria Zeller Wandermutter Gottes zu empfangen in den einzelnen Gebetsgruppen. Darauf möchte ich heute schon hinweisen. Am 21. Dezember um 17 Uhr werden diese beiden Statuen in Zell, in Maria Zell sein. Und dort werden sich die Statuen auch mit der Originalstatue berühren. Und die einzelnen Gruppen können dann eben eine Statue für gewisse Zeit sozusagen empfangen. Anmeldungen kann man jetzt schon tätigen unter der Adresse Rosenkranz, Klammeraffe, österreich-betet.at. Und der Zweck soll eigentlich sein, die Statue als Gast, als Begrüßen Marias, der Königin sozusagen, für kurze Zeit in dieser besonderen Form, soll eine Hilfe sein für die Treue im Gebet, eine Bestärkung. Zugleich kann man im Zuge dessen auch im kommenden Jahr eine Erneuerung der Weihe an das unbefleckte Herz durchführen oder auch in Erwägung ziehen, das Tragen eines Skapuliers. Mit diesen Hinweisen möchte ich heute schließen und euch noch einmal besonders einladen, heute Abend zum Gebet zu bekommen und dann im neuen Kirchenjahr im Advent besonders treu wieder weiter zu beten, in der unmittelbaren Erwartung auf den Herrn, im Vertrauen auf Maria, die uns führt, sodass wir in der Vorsehung geborgen sind und eben das tun, was wir wirklich tun kann, was einfach in dieser Zeit enorm wichtig ist, das gemeinsame Gebet. Ich danke Ihnen.